Ah, leck mich am Arsch, ne? Aber jeden zu Berg. Ja, wir haben heute Zeit. Heute können wir grinden. Heute ist Grinderino, also können wir auch Resetterino machen. Wenn nötig. Das war jetzt zu much mit ein extra Hit, weil Low Rolls. Ich glaube, fünfmal brauchen wir eine 14. Vier oder fünfmal eine 14 und dann musst du einen Schlag mehr machen bei Man's End. Das, was gleich 2,2 Sekunden sind an Timeless. Der Schlag kann ich auch mal geben und nicht immer nur nehmen. Tja. Das ist halt. In Deutschland ist halt alles teuer, ne? Einfach, weiß nicht. Macht er ja nur nicht uns, nimmt uns nur weg. Witzig, ne? Eigentlich hier in Deutschland geht es uns sehr gut, ne? Muss man sagen. Und wir leben hier sehr, sehr gut. Und trotzdem beschweren sich alle, ne? Irgendwie, ne? War zu Recht manchmal. Oder auch häufig. Aber jetzt Leuten in Südamerika, in Afrika und so weiter, ne? Denen geht's überall auf der Welt. Sonst geht's ja deutlich schlechter, ne? Als uns. Und trotzdem jammern wir noch, ne? Oh, der Staat nimmt uns alles weg. Wir haben nichts, ne? Das Beschweren gehört in Deutschland dazu. Ja, aber ne, grundsätzlich, eigentlich muss man sich immer nur überlegen, wie es anderen Menschen auf der Welt geht. Und da können wir sagen, ein Glück, dass wir in Deutschland leben. Also was ist Bürgergeld, ne? Ich meine, jetzt nehmen wir mal an, man verliert wirklich seine Arbeit. Der Chef kündigt ein. Whatever. Warum, ne? In dem anderen. Yes, that's Gott. Du Depp hier. In einem anderen Land gibt es sowas wie Bürgergeld oder Arbeitslosengeld nicht, ne? Hast Pech. Muss gucken. Und wenn du Essen von der Straße irgendwie aufgabelst, ne, um irgendwas zu essen, oder, ne? Hier kannst du dann zumindest noch, kriegst du Miete, alles bezahlt, ne? Du kannst normal leben. Also, jetzt natürlich vielleicht nicht denselben Standard, den man vorher hatte, ne? Aber, ja, normal leben. Viel Glück, ja, Mental Chaos. Also ich beschwere mich nur wegen Arnt hier auf höchstem Niveau. Ja. Aber yes, das was ein Slalom. Oh, das war sehr tight. Das war sehr, sehr greedy. Das auch 2% hat gefehlt. Ja, leck mir am Arsch. War eine 8, ne? Ja. Langsame 8, aber das ist okay. Langsame 8, aber das ist. Okay, yo. Ich meine, ich gebe über. Tja, in anderen Ländern verdiene ich halt deutlich weniger, ne? Ich muss es halt auch sehen, die zahlen weniger Steuer. Aber dafür verdienen die halt auch sehr viel weniger und weiß jetzt nicht, in anderen Ländern. Sind dann auch die Straßen sehr viel schlechter, nicht saniert und. Deswegen kann man auf höchstem Niveau, würde ich sagen. Aber dennoch könnte man mal im Lotto gewinnen.
Gegen ist nicht einzuwenden. Und Dash. Das ist nicht gut. Du mein Control, Mods und Chat, den Mods muss ich gerade sagen. Ein Affen, wie zum Beispiel Lyra. Haarige Affen sogar. Und stinken tun sie auch. Aber im Chat kannst du Hallo sagen. Miau. Ich sag mal so, es gibt so viel Geld auf der Welt. Ne? Jetzt, man muss sich mal überlegen, so viel Geld. Und davon nur 1 Million würde ja schon reichen. Ne? Man muss ja nicht gierig sein mit Wila Lyra, da hier ein paar Millionen, aber eine wird doch schon locker lang. Hm? Es ist so viel Geld im Umlauf auf der gesamten Welt, ne? Immer Standard auch die Mods zu begrüßen. Für dich nicht lange so wie viel wie du frisst. Sag Zucker, du bist doch fett geworden ohne Ende. Tut mir leid. Die Couch hat erstmal tiefer gelegt, als du dich drauf gesetzt hast. Weil das ist beim Alter, Falter, was ist denn hier los? Ist der Junge besoffen oder was? Ich weiß ja nicht. Das ist so leicht immer gesagt, ne? Arbeite dran, noch mehr zu wiegen. What? Oh mein Gott. Das sieht schon wieder fast nach einem Reset aus. Yes. Ach komm. Das ist zwar schon. Im Prinzip schon 10 Sekunden verloren, aber wir machen weiter. Huh? Darauf kommt es ja jetzt nicht an, ne? Scheiß auf die Pogo-Pusche. Scheiß auf die Levels hier. Scheiß auf alles. Wir machen Warm-Up jetzt. Das ist ein klassisches Warm-Up jetzt erstmal. Mucho Struggle. Also bei dir war die Nachtschicht aktuell. Würde ich jetzt mal schätzen. Weil Lyra einfach auch Nachtschicht hat. Da habe ich recht. Mods muss man beleidigen, vor allen Dingen. Ah ja, guck. Ich wusste, dass er Nachtschicht hat. Mit meiner krass guten, geilen Menschenkenntnis. Weil du einfach da bist und nicht besoffen wirst und ausnahmsweise mal und naja. Riechen tust trotzdem, aber das ist ja normal. Aber jetzt mal wirklich ernsthaft. Lyra, wann kommst du zu League of Mana zurück? Du hattest so viel Spaß. Wir brauchen mehr Runner wieder. Du warst ein talentierter Mana-Runner, weißt du? Ich gebe sowas ja nicht gerne zu. Ne? Oder ich mache nicht oft Leuten so Komplimente, ne? Weil sonst werden sie gleich, heben sie gleich wieder ab, ne? Aber du warst nicht schlecht im Mana. Besser als die anderen Pfeifen. Ne? Deswegen komm doch zurück. Und für Mana 2 sehe ich dich auch. Vor allem gute Musik. Denk einfach an die gute Musik. Weil die ist ja erst einmal besoffen. Aber dafür richtig. ALG auch. Das ist gut. Kommt alles in diesen Monat. Nee, das darfst du aber auch nicht so viel vornehmen pro Monat. Das ist ein bisschen too much. Das schaffst du nicht. Jetzt, yes, ich kann kotzen, darf ich? Gekotzt.
benutzen. Und zwar richtig viel. Sei denn, das ist kein Low-Roll. Oh ja, dann kotze ich nicht. Okay, was geht? FB Gigs. Dezent Wochen nicht mehr als sonst, deswegen ja nur die drei kleinen Games. Was ist dein Ziel in diesen drei kleinen Games? Mindestens Weltrekord verbessern um eine Minute jeweils. Vermute ich mal. Aber gönn dir Magwag, FP Gigs. Und alle anderen, die sich noch Magwag noch nicht gegönnt haben heute, auch unbedingt mal gönnen. IGWR wäre schön. Wieso? Was geht, Frau Möhe? Dann viel Spaß beim Arbeiten. Ich hoffe, dir geht es trotzdem gut und ich hoffe, Herrn Möwe geht es besser. Vermisst du Illusion of Gaia, Lyra? Dein letzter Platz. Ich dachte jetzt gerade, so, mein letzter Platz, I guess. Gott, ich hab schon, ja, weißt du, so wie ich dich kenne, dachte ich halt, vom letzten Spieler WR, ne, weil du ja ein sehr engagierter Speedrunner bist. Bin ich gleich vom besten Ausgang, weißt du? Tut mir leid. Hoffen wir mal besser, hä? Frau Möwe. Dem muss es gut gehen. Ich muss eine Palette kaufen. Was für eine Palette? Ein Bier? Fick dich doch ins Knie. Er fickt mich ins Knie. Aber die war immer ganz chillig. Ja, wieso runst du da nicht? Quark, eine Palette Quark? Das krieg ich doch nicht leer gefressen. Schwer? Das glaube ich nicht. Eieiei. Das glaube ich ja nicht. Dass es zu schwer ist. Der fette Pilzer. Der Fungus. Geht Lead System. Jetzt weiß ich, wer schuld ist, dass in-game im Spiel nichts wert ist. Speedrunner und ihre Glitch. Sorry, ja. Braucht man für den Run. Money Glitch. Eimer Quark. Diese Pappdinger. Die reichen für 2 Wochen. Also ich kaufe immer 5 Stück, 5 oder 6, ne? Und Magerquark und aktuell eigentlich jeden Tag ein bisschen und
Das geht dann. Jo, Moment. Uno. Zwei. Drei. Quattro. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan, ne? Zählen in drei Sprachen kannst du das? Du kannst nicht mal in einer Sprache zählen, Buddy. Aber leider, wie gesagt, das ist zu schwer. Ich weiß nicht. Ich sage sowas nicht so häufig, weil ich will ja, dass die Leute von alleine erkennen. Aber auch bei dir sehe ich, auch bei Illusion of Gaia, Talent. Ich will es grinden an deiner Stelle. Die ganze Zeit, nonstop. Besser Song? Eher nicht. Eher scheiße, also das ist wirklich der schlechteste Song im Spiel, finde ich, der scheiß Zwergensong. Was geht? Rabenblut-Schild? Ja, der Flex, der feiert das, das weiß ich noch. Der Flex hat da immer mitgedanced bei dem Lied, wo ich mir denke, sag mal, ist, bin der eigentlich? Mana hat so viele gute Lieder und das ist sicherlich das schlechteste von allen. Also finde ich, das ist das schlechteste von allen Liedern in Mana 1. Passt so zum Zwergendorf, so finde ich, zu Zwergen, keine Ahnung, aber... Aber ich finde... Ich finde die Bossmusik hier zum Beispiel sehr gut, auch sehr langer Track so, also... Wenn du den mal komplett hören würdest... wenn man den hier jetzt mal komplett hört, aber ich bin nicht, oh, bei mir halt nicht, ne? Ich will die Boss einfach zu schnell. Was? Willst du mich verarschen? darf ich resetten? War ich da ein Frame zu früh dran? Oder kam, hab ich einfach, hat man einfach die Damage-Zahl nicht gesehen? Ich war wirklich einen Frame zu früh dran bei Tropicalo. Letztlich ein Frame. Mehr war es nicht. Vielleicht war es ein halber Frame zu früh dran. Oder ein... Weiß nicht. Ein Zehntel eines Frames war ich vielleicht zu früh dran. Im Angriff. Aber okay. Schieben wir es mal auf RNG. Vom Batman, die Bossmucke ist auch. Wer kennt denn die Musik von Batman? Die Bossmucke von Batman. Wer kennt denn das? Buddy. Kommt da wieder mit so solchen Fällen hier? Lyra, weiß nicht. Im Osten kennt man halt nicht viel. Das kennt man dann vielleicht, ne? So Nischenzeug da. Batman Returns. Das ist nicht so ein Trash-Game auf dem SNES? Also ein Game mit sehr schlechten Bewertungen oder sowas? Meine ich. Die Songs von Messenger sind auch gut, ja. Habe ich selbst nie gespielt, aber die Mucke finde ich sehr gut von The Messenger. Huh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 u
Falsch rum, scheiße. Immer Menüs nach oben. Menüs nach oben sind bisschen schneller als Menüs nach unten. Ich glaube 0,1 und 0,2 Sekunden schneller, wenn du nach oben drückst, als wenn du nach unten drückst. Krass, oder? Ich droppe hier wieder die Knowledge-Bomben. Jo, Shihan spielt, ich spiele auch. Und so mit zwei Controllern spiele ich. Ja. Umdrehen. Bestimmt sein? Nee. Nee, aber Battle Returns, glaube ich, ist einer der schlechtesten Games oder so auf dem SNES. Oder irgendein so ein Batman-Game auf dem SNES hatte, war bekannt dafür als wirklich mieses SNES-Game. Aber, oder ist immer so in den Top 10 der Worst SNES-Games, aber ich weiß gerade nicht welche. Vielleicht gibt es mehrere Batman-Games auf dem SNES. Aber ich meine, es war Batman Returns. Muy rápido. Oh, nein, du Depp. Oh mein Gott. Oh, es war so gut, actually. Ich habe den Quick Cycle bekommen, also in einem Go rüber und den Quick Cycle ist super, super schwer. Da muss man super schnell sein. Und dann kommt der scheiß Shopping Hood da nach oben. Der Depp, der Dumme, ey. Und ruiniert alles. Ja, das ist nicht mehr so geil, schnell. Vor allem muss ich jetzt aufpassen. Ich kill gerne da am Anfang, da wo diese zwei Gegner waren, der Shop in Hood. Und die Wäschspieler kill ich gerne den Shop in Hood. Oder halt einen davon. Aber nur falls ich hier eine Truhe bekomme oder auch am Ende dann. Das Auge castet manchmal oder überlebt. Und dann kann ich einfach das Auge skippen. Dann bin ich nicht darauf angewiesen, dass ich auch noch das Auge unbedingt töten muss. Terminator war scheiße, ja, aber was geht, Kickers? Gibt noch einen Batman, das habe ich sogar, war echt kacke. Batman und Robin, das war wirklich kompletter Trash. Returns von Konami. Konami heißt nicht unbedingt immer gleich, dass es gut ist. Die haben vielleicht scheiße produziert damals. Weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, aber. Jetzt muss ich hier. Oh, das war ein bisschen early. Das könnte jetzt fucked up sein. Ja, ist es auch. Das war scheiße. Ich hab ein bisschen zu früh Ding aktiviert, Sprite. Auch wieder im Prinzip so ein paar Pixel zu früh oder ein paar Frames zu früh Sprite aktiviert und dadurch waren die Spawns der Ding ein bisschen scheiße. Spawns der Robin Hoods. Guck dir lieber gute Speedruns mal an, Buddy, hä? Guck dir doch mal lieber gute an. Warum kein Demon's Quest Any Person? Der ist schön kurz, das wäre doch was für dich. Das noch Timeset wurde.
Wie schlecht der MPB war, der Split. Hast du? Was war MPB da? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du auf dem Leaderboard bist. Da wird Zeit. Eine Sub 11 muss mindestens her. Was daraus passiert? Bin enttäuscht. Oh, komm her, Oma. So, müssen wir also sagen, weil es zu schwer ist, ja? Bisschen Schwierigkeiten und du gibst sofort auf. Machst du es im Leben auch? Bist auf dem Klo, Kacke rausdrücken ist gerade zu schwer, dann lässt du die Kacke drin. Oder wie? Geht ja auch nicht, nehmen wir uns auch raus. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, ne? Aber. Wäre auf dem Klo. Ich meine, ich denke mal, RPG-Speedruns sind nicht so für dich, sie sind meistens zu lang und so, aber. Auch Demon's Breath und keine Ahnung, was noch. Kurze Kategorie von League of Mana würde ich nicht empfehlen. Die ist langweilig as fuck. Nanu? Was ist da los? Keine Bossmusik? Also könnte nicht zu All Boss, das kann man eigentlich skippen, ne? Rex Yoshi, Alter, du hättest fast mir einen fetten Time Loss beschert, du Spaß. Nur fast. Normal muss man noch immer mal Zeit. Ja gut, ich meine, wenn es der Run 7 Stunden geht oder so, würde ich verstehen, aber für 2 Stunden oder 3 Stunden am Stück sollte man noch immer mal Zeit haben. Aber so 4, 5 Stunden ist dann wieder was anderes, ja. Das ist dann schon wieder. Ja, aber auch das, ja, am Wochenende. Also. Nice Sprite. Stunden, ne? Illusion of Gaia. Hab gehört, wir brauchen da ein paar neue Runner im Game. Oder die Mana auch immer gut, ne? Neue Runner. In der Main-Kategorie, die geht auch unter 2 Stunden. 1,93, wenn du schnell bist. Mann, ja, ich höre. Was kommt jetzt? Nur was Negatives. Ach so. Ach komm, das ist doch scheißegal. Ich muss ehrlich sagen, die Mai. Bin ich eigentlich besoffen? Es geht nicht zu Kilroy. Erst hier lang. Das ist mir gestern schon passiert. Erst Feiergiges, dann Kilroy, okay? Okay.
Sag mal, ich habe viele Games auch gar nicht casual gespielt. Ich habe sie sofort gespeedrunnt. Zum Beispiel ActRaiser 2. Ja, also ich finde Casual kann natürlich ein bisschen helfen, wenn du ein bisschen mehr Knowledge über das Game hast, gerade bei RPGs, aber ich habe jetzt zum Beispiel von League of Mana 2 null Knowledge über das Game. Und trotzdem, also über das Casual Game. Klar, hätte sicher hier und dort mal ein bisschen geholfen in manchen Situationen, aber. Aber braucht man wirklich nicht. Nur wenn man sagt, ey, das interessiert mich voll oder so vielleicht, ne? Mann, habe ich nur bis kein Plan kurz vor Mana Drachen gespielt, weil ich das Spiel nie hatte, genauso wie RG. Actually, interessiert einen aber auch nicht. Natürlich, die ist sau wichtig. Die Kategorie ist noch nicht so optimiert, ne? Da geht noch ein bisschen mehr was. Ne? NES, N64, GameCube, Wii, Wii U, Switch, alles im Original-Hardware mit Link of Mana, Link of Evermore, Terranigma, Musical Quest und 23 Zelda-Teilen fahren. Nice. Ich sag jetzt mal einfach nice. Okay, das hat sich jetzt nicht mehr so gelohnt. Speedrun, das ist die Sache, das muss man selber machen. Ich meine, beibringen, man kann, ich meine, wenn irgendwas unklar ist, jetzt zum Beispiel, ich verstehe den Glitch nicht, ich mache dasselbe wie du und es klappt irgendwie nicht, dann kann man helfen, ne? Aber im Prinzip ist Speedrun halt üben, ne? Und das Üben kann ich für niemanden abnehmen, ne? Hilfe ist öfters mal gut, aber im Endeffekt. Jetzt ist Gott. Die Arbeit, die muss man selbst machen, ne? Das ist, da geht leider kein Weg dran vorbei. Das ist leider nicht so easy. Also es ist halt, ne? Viel Spielen hilft schon mal, aber viel Spielen hilft nicht alleine. Man muss halt trotzdem dann sich das genauer angucken. Je nachdem, was man für Ziele dann verfolgt. Wenn man sagt, ich will jetzt nur eine vernünftige Zeit haben, dann kommt dann natürlich auch immer darauf an, was ist vernünftig für dich, ne? Und so. Kommst du mal her? Sag mal jetzt als Beispiel: Ein Kumpel von mir, der lernt gerade Illusion of Gaia. Der hat dann ge mich gefragt gehabt, wie geht denn hier in Edward's Castle der, ne, der komische Dash, wo ich durch den Gegner renne, schlage, aber weiter rennen. Das ist nicht ersichtlich gewesen für ihn. Habe ich ihm das erklärt und dann konnte er es nachmachen, ne? Sowas, ne? Da kann man immer easy helfen. Weil manche Dinge sind nicht unbedingt so ersichtlich. Nur wenn man zuschaut, da denkt man sich, ja, was passiert da? Und dann wäre es nice zu wissen, was sind die Inputs dafür. Aber die große Arbeit muss man dann doch selbst machen.
Nudelwasser zum Kochen bringen. Das ist eine Frechheit, du Stinker. Du recht sagst, muss ich mir nochmal im Stream angucken, dass Alex mein WR brechen muss. Das wäre mir peinlich. Hat ihm auch gleich gesagt, dass er die Kacke nicht braucht. Ja, das habe ich. Logisch. Ich will ja immer nur, dass die Leute, wenn die Speedruns lernen, die ich toll finde, oder auch grundsätzlich vernünftig an die Sache rangehen. Das ist schlecht. Bitte hit. Der fucking Lowroll. Ah. Willst du mich jetzt verarschen? Junge, wie kann man so Pech haben, ey? Junge, Low Roll into Low Roll, Mann. Und dann irgendwie noch zweimal gemisst, ey. Was eine Scheiße wieder, ey. Welch ein Dreck. Ist das für ein Spawn gewesen, wenn die Flower? Nicht so gut. Musste sich noch im letzten Frame dazwischen stellen. Yokama Nabeshima. Arigato Damas. Vielen Dank für ein Follow. So, jetzt nach unten. Jetzt ist Kilroy da. Jetzt ist der Kilroy da. Guck, anwesend. Karma reicht auch. Aus. Okay, Karma. Was läuft bei dir? Ternigma ist besser, Digga, auf Mana. Ich als Ternigma Main sollte ja sagen, aber ich bin. Schwer zu sagen. Digga, Mana 1, 2, Terra und Illusion of Gaia sind meine all-time favorites. Alle. Terra vielleicht noch am allermeisten, ja. Aber. Ich liebe die Speedruns alle. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja Low Roll bei Ding. Und trotzdem sind wir grün. Wahnsinn. Ich bin. Wahnsinn.
Setz ich mal den R-Knopf, wie gut er beim zweiten Controller geht. Scheinbar sehr gut. Und Leute, ich sag's euch heute, grinden wir bis zum bitteren Ende, okay? Ey, kommst du mal her, du dummer Junge. Bis zum bitteren Ende. Heute wollen wir eine PB. Also schön wär's, eine PB, aber ich würde mein Bestes geben. Heute wird ein bisschen mehr gegrindet als die letzten Tage, damit wir es durchkriegen, hoffentlich. Damit wir nächste Woche mit Sieg auf meiner Glitches anfangen können. Es wird ein bisschen härter werden, der Grind. Bisschen härter, bisschen länger, bisschen. Ja, alle. Mehr von allem. Wenn ich dann nur an die scheiß zwei Wölfe denke, vor. Und auch an Spiky Tiger, oh, jetzt ist er. Das werden wieder Resets geben ohne Ende. So, ich glaube, okay. Du wirst so gefüttert und zwar mit einem High Roll. Oder mit einem Normal Roll. Das reicht ja schon. Oh, danke. Puh. Bisschen in Charge gefailt, aber. Also, wir sind Late Charge. Deswegen hatte ich so eine scheiß Animation. Aber gut. Schein ist schön. Immer noch grün, eigentlich unglaublich. Ich überlege, was da schon alles war. Besonders bei Wallface, absolute Clowns-Fiesta. Reaktiviere sie. Ja, moin Eisbär. Der Eisbier. Also für dir, danke dir für die schon fast 2 Jahre, mein Jung. Ich hoffe, du bist hyped auf Sieg of Mana 1. Läuft jetzt schon ein paar Tage, aber. Das wird noch eine Weile laufen. Ich hoffe doch, du bist ein riesen Fan. Aber danke dir für deinen Support, mein Sohn. Hm. Oh, eigentlich einen frischen Kaffee. Wenn der Run stirbt, hole ich mir frischen Kaffee. Magerquark habe ich mir jetzt mal keinen geholt, weil ich habe gerade keinen Hunger. Und jetzt ist mein Magen irgendwie wieder, bis empfindlich. Da ist Magerquark vielleicht nicht das Beste. Perfekt. Jawohl, komm nach rechts. Und zwar schnell genug, hoffentlich. Das ist nicht so geil.
Okay, Gott sei Dank. Trotzdem war ich echt ruhen. Das war echt schnell. Das Gold sackt hier noch von Spring Peak bei dem Split, weil mein richtiges Gold ist irgendwie eine 3,50 oder so, oder 3,55, irgendwie sowas in der Art. Also das können wir hier auf jeden Fall noch gut golden im Split. Wenn jetzt Spring Peak gutes Pattern gibt und wir direkt hitten, dann soll es Gold werden, glaube ich. Go, go, das ist die so im Code. Das Mädchen ist Default so genannt. 14 Mal, glaube ich, insgesamt. Oder 7 Mal halt das Go. Irgendwie sowas. 7? Ich habe 7 Mal. Das ist. Deswegen, wenn man sie nicht benennt, dann heißt sie so einfach. Das ist im Code hinterlegt. Netter Zufall, ne? Yes! Na, da haben wir das Gold, wie gesagt. Da, aber es ist kein, wie gesagt, kein True Gold. In One Player to Controller, No Multitap ist nochmal 10, 15 Sekunden schneller. Aber, gut. Freut mich. Schau nur kurz rein, gehe gleich ins Bett. Oh, dann nehme ich an, hast du Nachtschicht? Vermute ich einfach mal. Oder du bist krank. Ja, also Mana, eins meiner Lieblinge, das freut mich. Same hier. Dann sage ich mal gute Nacht, Eisbär. Und danke dir für das kurz beispritzen. Genau wie bei Zelda auf Gameboy, wenn du den Laden im Dorf beklaust, heißt du, der Rest des Spiels Dieb. Echt bei Link's Awakening? Weiß gar nicht mehr. Schon lange her. Link's Awakening habe ich viel gespielt als Kind. Jo, Quaxeton. Oh, das Killer-Puschel hat diesmal nicht getroffen. Gestern zweimal. Ah. Wenn you fuck, weil ich das eben versaut habe. Der scheiß Jahreszeitenwald. Diese ansteckende Musik. Diese fröhliche Musik. Aber schön. Gut. So far, so nice. So. Hier gleich, wenn du lieb bist. Aber du bist nie lieb, oder Momek? Da muss ich jetzt eine Konterfrage stellen. Was sagst du zu Lufia 2? Einfach so. Wichtige Charakterfrage, weißt du? Ha, diesmal nicht, du kleiner Penner.
Okay, nämlich ich. Okay, dann hast du Glück, dann kann ich deine Frage gleich beantworten, weil Luffy-Fans beantworte ich nämlich keine Fragen. Weißt du, das ist so die Sache. Okay, hast du Glück gehabt? So, kurz fokussen. Ja, renn durch. Nee, noch nicht. Okay, Oh, das muss Gold werden auch, oder? Das war ein Sieg. Aber auch kein True Gold. Mein True Gold ist eine 429, glaube ich. Aber bueno. Ein sehr, sehr guter Split. Ich fand den zum Level Grind echt gut, dass der 4er sein, weil keine Ahnung, wir grinden nicht. Und fährst du das Ding mit deiner Freundin bald? Bald. Hab es mal Speakbox, was? Sorry, kann dir doch keine Fragen beantworten. Tut mir leid, ich bin wie der St. Pauli-Fan bei Ternigma. Ne? Wenn du sagst, du hast keine Ahnung von Fußball, dann rede ich nicht mit dir. Ne? Für alle, die das Gimmick kennen von Ternigma. Ne, wenn du da ein Liotto mit dem Kind redest, ne, da frag ich dann, was hältst du von Fußball? Magst du Fußball, ja oder nein? Wenn du sagst nein, dann redet er nicht mehr mit dir. Dann sagt er eiskalt, ich rede nicht mit Leuten, die keine Ahnung von Fußball haben. Und wenn du sagst, ja, du magst Fußball, dann stellt er dir Fragen, so, hey, was ist dein Lieblingsverein? Bla bla bla, irgendwie sowas. Ne? Deswegen rede ich auch nicht mehr so viel mit mir, weil ich keine Ahnung von Fußball habe. Also unten durch, du Banner. Ja, das würde der Junge zu mir auch sagen. Ich rede nicht mit Leuten, die keine Ahnung von Fußball haben, denn ich habe keine Ahnung von Fußball. Freut mich für euch, dass ihr trotz so einer Distanz das schafft. Ja, danke. Ja, die Distanz ist nicht so leicht, Momek. Glaub mir. Nicht so schwierig. Nicht so. Es ist schwierig. Achtmal, das kann nicht sein. Du machst du was falsch. Aber auf jeden Fall, Distanz ist schwierig, ja. Fernbeziehung ist nie leicht. Fernbeziehung ist immer scheiße. Egal, ob man sich nur jedes Wochenende sehen kann, alle 2, 3 Wochen. Keine Ahnung, ist immer Kacke. Das ist unangenehm, aber ich sag mal so, wenn man will, klappt alles, ne? Kann man es nur wollen, ne? Und dann spielt die Entfernung auch keine Rolle mehr, wenn man sich mag. Hat man erstmal Ruhe, oder werden wir vielen Dank, Buddy. War die dennoch Affenkock, ne? Das ändert sich ja nicht, du. Nach wie vor hast du einen Affenkock. Danke dir für dein verschenktes Abo an Momek. Momek, sag Ruhe von der scheiß Twitch-Werbung. Jetzt in dieser Zeit mehr Werbung als normal, weiß es nicht, weil normalerweise streame ich zu dieser Uhrzeit gar nicht. Ich streame normalerweise, fange ich eigentlich um 5 Uhr an, um 17 Uhr mit dem Stream. Und heute jetzt ausnahmsweise, einfach nur weil ich motiviert bin, dass dieser Grind von dieser Kategorie vorbei ist, fange ich heute früher an und weil ich auch Zeit habe.
Mori. Der gute Mori. Der Lustmolch, ne? Der ist richtig greedy, der Mori. Der will gleich bei Go 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 ran. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und weiter geht's. Wir machen was mehr kaufen. Ja, Leute, ihr müsst mich unbedingt unterstützen bei meinem Magerquark-Konsum. Der fällt sehr, sehr hoch aus. Deswegen brauche ich viel Support an euch, sonst ist es unmöglich für mich, so viel Magerquark zu essen, wisst ihr? Eisklinge für die Ice Country. Ohne das geht es nämlich nicht, sonst kann ich mir Magerquark nicht leisten und dann werde ich weiter fett werden, wenn ihr mich nicht supportet. Ich meine, manche wollen wirklich, dass ich fett werde, ne? Dann ist es ja super, ne? Aber ist nicht so gut, Leute. Das ist ein bisschen scheiße hier gewesen. Da konnte ich nichts machen. War weird. Ach, gut. Oh, really? Oh mein Gott. Darf ich jetzt auch mal? Junge. Na gut, das Mädchen brauche ich nicht. Deswegen ist nicht so schlimm. Komm her, du. Oh mein Gott! Der wollte gerade angreifen. Das war jetzt fucking langsam, aber das Mädchen brauche ich idealerweise nicht. Sollten halt jetzt bloß nicht 10 Nüsse sein. Bitte Hit. Danke. Scary. Scary. Aber gut. Alles fein. Hallo, null. So gut, Mann. Oh. Wollte Start drücken, nicht Select. Scheiße, ey. Wie bin ich auf Select gekommen, Mann? Die Fettfinger, ne? Das meine ich mit Fettfingern. Darf nicht noch fetter werden. Das passiert sowas häufiger in meinen Speedruns. Und ihr wollt doch WRs hier sehen. Einfach nur krank, wie die kleinste Sache, die man sterben lassen kann. Aber nicht die kleinste Sache. Man kann sich Armor kaufen für diese Wölfe. Mache ich nicht, das kostet 30, 40 Sekunden. Auf WR-Niveau kann sie es nicht mehr. Macht sie das nicht. Und
Da sind die Wölfe ein bisschen safer, dann können die nicht so fett wegbumsen. Kannst auch dodgen, theoretisch. Aber ja, dieses Gebiet ist gefährlich. Eigentlich in jeder Kategorie, ne? In Glitchless ist noch gefährlicher. In Glitchless musst du die Wölfe hier sogar farmen. Da musst du die wirklich wegen Money farmen. Das ist dann nicht mehr so witzig. Ja, nicht nur vereisen und wegrennen, sondern killen. Und da hast du nicht so viele Ressourcen wie hier, das, wo ich mich dreimal wiederbeleben kann und so, ne? Nee, da ist alles sehr, sehr knapp in Glitches. Da ist dann jedes Lebenswasser, das du verwendest, tut sehr weh. Bitte nicht, Robin Hood. Nein, for real? Come on. Wie dumm, ey. Oh. Alter, ich wollte gerade sagen, zweimal in Folge, du Spaß. Ja, jetzt haben wir fetten Time Loss hier. Das ist okay. Wir müssen mal gucken, wo wir irgendwo Equipment trashen können, damit wir, glaube ich, Barrel zurückholen können. Willst du mich jetzt verarschen? Oh mein Gott. Ich kaufe jetzt ein rotes hier. Das war zu viel Pech. Bitte, sehr geehrter Herr Minotaurus. Nicht so fucking rumdrehen wie gestern. Oh, danke. Immerhin. Damit sind noch grün, yay. Weil der Robin Hood, das müssen wir gucken. Braucht nämlich noch Barrel später. Idealerweise. Ist jetzt kein super Beinbruch, wenn nicht, aber. Yo, Bamboo fucking Shadow. Zwei Barrels, ja. Müssen wir gucken, wo man hier vernünftig Equipment trashen kann. Auf dem Berg brauche ich noch zwei Barrels. Idealerweise eigentlich auch später in der Mana-Festung. Scheiße. Mach ich da. Ist das schnell?
ja? Du hast es geschenkt. Das kostet eine Menge Maximum, mein Control. Maximal kostet das. Kostet eine fucking Menge. An Nerven. Spielen wir es einfach auf dem Bamboo, der ist schuld, dass es so war. Ja, ich muss ja da auch Ding, wie casten, weißt du? Das ist das Problem. Also hier die ganzen Barrels und sowas, ne? Dann nochmal den Spellcast und so. Ist nicht wegen der MP, die MP ist scheißegal. Aber die Zeit, das. Okay. Zeit. Yes, it's true. Nice. Das war so wenig, Time Life. Serio. Das war eigentlich gut. Geht, wo ist ein Uno, mein Sohn? Hast du Marquardt mitgebracht? Hatte ich nicht hier irgendwo einen Spot für Equipment Trashen? Ich glaube ja. Aber noch einmal keine Armor, ne? Die ich verwende, wenn ich das machen könnte. Müssen wir warten. Nach der Goldinsel haben wir. Da kann ich dann nur schätzen. Meine abschätzen. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, seht ihr da bei den Treppen am Geländer, wenn ich auf der linken Seite vom Geländer bin und nach rechts gegen das Geländer laufe, bin ich direkt auf dem Pixel, wenn ich mich recht erinnere. Aber kann ich jetzt nicht machen, weil, ich sonst Armor verliere und dann wird der Junge sehr angreifbar. Selbst für Low-Level-Gegner, die treffen ihn, können ihn dann wegbumsen. Alles besser bei dir? Nee, bin. Sowas ist doch keiner. Hallo? Bin ich keiner? Es geht, Jihan. Equipment Dragon, das ist, Items duplizieren. Unter bestimmten Umständen, wenn du auf einem. Auf zwei bestimmten Pixel, wenn du auf einen von diesen zwei bestimmten Pixeln das Menü aufmachst mit dem Jungen und dann ein Armor-Teil anziehst und während du es anhast, kaputt machst und deine Items oder das jeweilige Item, das nächste in der Liste, genau den Wert 2 hat, dann hast du auf einmal 8 davon. Das ist Equipment Trash. Kurz und leicht erklärt, also die Glitches klingen sehr krass in meinen Mana, sind aber extrem einfach, actually. Wenn man weiß, wie. Ne, ich habe jetzt aktuell gerade 2 Fässer. Sprich, wenn ich jetzt auf dem richtigen Pixel dann irgendein Rüstungsstück kaputt mache, das ich anhab mit dem Jungen, habe ich auf einmal wieder, da steht 0 da, aber ich habe 8 dann. Und ich brauche noch ein paar Barrels später. Also 2 brauche ich Minimum, eher lieber mehr. Und da wir bei dem Glitch da Pech hatten, weil der Jobin Hood uns in die Fresse gelaufen ist, kann halt mal passieren, dann kann man nichts tun. Da verliert man 3 Barrels. Und dadurch sind wir jetzt ein bisschen short on Barrels.
und Pässern. Bringt mir trotzdem nicht. Da hast du recht. Magerquark ist nicht lecker. Lieber Sorte Hollandaise, ne? Aber dann wird man. Ja, du hast nachgezählt. Okay, dann 6-mal das Ding, ne? 6-mal Double. Weil ich glaube, es wird da immer. Double gemacht. Und ich habe mir halt in vielen Stellen vom Spiel, habe ich mir Stellen rausgesucht, dass ich direkt auf diesen Pixel bin, dass ich quasi nicht da rumhantieren muss, so links, rechts laufen, gucken, bin ich, stehe ich richtig, sondern ich habe mir Stellen rausgesucht. Es gibt einige Positionen, wo du einfach gegen die Wand läufst und dann bist du direkt auf diesen zwei Pixel. Da muss ich da gar nicht rumhantieren. Und hier ist quasi eine davon. Aber kann ich jetzt leider nicht verwenden. Not bad. What? Bin ich da drauf? Ach, ja. Die Kategorie. Oh, oh. Bitte Hit. Ich liebe dich, wenn ja. Okay, ich liebe die Wall. Nice. Mauer ist nicht ausgewichen. Großartig, hä? Jo, Murray. Oh, no. Nicht die gefährlichen NPCs. Wir werden viel Time noch sorgen. Mauer mit Murray. Ja. Ich habe das Gefühl, die haben da mit extra paar Trolls eingebaut in dem Spiel. Das Level-Up vom Jungen, ne? 69 HP hat er. Die Mauer, der erste Boss, der Ausweichchance hat, ist eine Mauer. Also das können keine Zufälle sein, actually. Das müssen die mit Absicht so gemacht haben. Wolf Murray. Bitte, gestern hatten wir kein Setup hier. Also bitte Setup. Wäre schön. Bitte. Ja. Bueno. Käffchen, hä? Huh? Easy Käffchen hier. Und weiter geht's. Schade, dass das im Feuerpalast so eskaliert ist. Ich meine, jetzt könnte ich Amor, ich mach's mal, okay? Ich, okay. Oder soll ich YOLO? Na komm, wir machen YOLO, whatever. Nix Equipment Trashing, wir machen YOLO, scheiß drauf. Wir improvisieren. Not YOLO. It's not too big of a YOLO. Whatever. Because also I'm not 100% sure if the equipment trash will work when
after the cutscene, like, not too sure about the backup equipment trashing here. And the barrels are not that important, luckily, so should be good. It's not Giga YOLO. Well, kinda YOLO. I could of course go save and go for the right pixel and everything. And then it's not YOLO at all. But no. Because only two barrels, but barrels are luckily not that important. I can use different things. If I didn't forget anything, like, that's the thing, I don't have big muscle memory for this game, but for this category. But I think I will be okay with two barrels. Things should be the same like in the main category. Oh. Did it? Okay. Oh, yo. Oh, come on. This is so scary, this fight. Oh, danke. Gut. Yo, Borki, wie lang für ein Follow? Puh, this fight is so scary. Luckily, Metal Man has behaved. Er hat sich benommen, Leute. Braver Junge. Okay. Macht nix. Jo, Klapperschochen, Jochen. Was geht? What the hell? What the fuck? Das scheiß aggressive Bu. Das scheiß aggressive Buch, Mann. So, jetzt mache ich lieber mal das Ding hier auf hier, so. Okay. Ding. Oh, ich wollte gerade sagen, ich dachte, mein Charge ist weg. Also ein paar Misses, das ist okay. Und ja, es gibt auch Glitches. Und danke, Morey. Diese Kategorie hier, die werde ich jetzt grinden, bis ich eine PB habe. Und danach, hat so das Glück, kommt mein großer Sieg of Mana Glitches Grind. Der wird ein bisschen länger gehen, weil der WR ist sehr, der ist schon ziemlich optimiert. Aber der kommt hoffentlich ab nächster Woche. Und dann wird's, das ist 100% glitchless. Also alles, was du hier siehst, wird's dann nicht mehr geben. Zumindest nicht in dieser, in der Kategorie dann.
Und auch alles vom Spiel wird man dann sehen. Und Glitches kann man nicht skippen. Ja, das wird ab nächste Woche dann. Hoffentlich. Wie gesagt, also. Das wäre das Beste. Ich gebe mein Bestes. Du warst nie, nur in meiner Freizeit. Wenn ich es dann mal kann. Wo ist er? Komm her. Wobei man sagen muss, in dieser Kategorie, Borki, siehst du auch viel vom Run. Deutlich mehr als im normalen Run. Aber auch wenig. Also in Glitchless siehst du halt alles. Da wird dann auch kein Money Glitch, nichts in der Art, ne? Also keine Items duplizieren. Nada. Schon seit Jahren. Ah, das ist Programming. Nee, nee. Ui, das ist sehr weit links. So, wir mal auf einen guten Blue Spike. Komm bitte hit. Yes. Gut. Da ist Kuscheltiger. Das weiß ich nicht. Kann ich dir leider keine Infos zu geben. Schon zu lange her. Ich habe in der Zeit wahrscheinlich viel Terra gespielt. Aber kann sein. Gut möglich. Yes! Wow, super! Wow! Sticky Gold Island, Mann. Das ist sehr wichtig. Jetzt. So kann es weitergehen. Ich hoffe, dass ich mit den Barrels hier nicht in Probleme gerate. Aber ich glaube nicht. Für die Shadows brauche ich zwei Barrels.
Und dann, wenn ich mich recht erinnere, wäre es halt noch gut, einen Barrel zu haben für später. Also in der Mana-Festung, aber es ist kein Muss. Kein Muss. Wenn mir sonst nichts entfallen ist, sollte ich da fein sein. Hoffen wir mal, hä? Wie nah denkst du denn, dass du mit deinem jetzigen WR in Terra an der Grenze der unerreichbaren Zeit bist? Es kommt drauf an. In Any Person bin ich da schon nah dran. Würde ich sagen. In den anderen Kategorien, da geht noch auf jeden Fall mehr. Aber Any Person, da bin ich schon nah dran. Bin schon lange Zuschauer. Mein Ex hat nur meine Main-Zugang. Seine Ex hat deine Ex-Freunde deine Main-Zugangsladen. Wie hieß du denn vorher? Walkie 89. Okay, das sagt mir auch nichts. Würde ich sagen. Komm her, komm ein bisschen näher. Gott sei Dank. Hat es nicht gezählt, das Aussaugen. Die Samen müssen immer berührt werden. Twitch beschützt deinen Account wie Neugeborene. Ist das so? Sicher eine gute Sache, ne? Aber dann ist auch nicht schlimm. Einzig Schlimme wäre, wenn du bei dem Account irgendwie 100 Abo hast und deine Freundin hat Kontrolle darüber und du die gerne kennenzulernen möchtest. Dann wäre nicht so gut, ne? Aber sonst, whatever, halt neuer Account. Weil wenn du halt nicht. Wenn du nicht selber sehr viel gestreamt hast oder so, dann ist ja egal, ne? Der Depp-Charakter. Das war kein Miss. War unfortunate timing für den Spell. Der castet, ist er immun. Man muss sich das bisschen ausreizen. Okay. Das war nicht so gut. Depp. Depp-Charakter. Depp-Mädchen.
Aber okay. Not too bad. Nicht schlecht. Depp-Mädchen. Depp-Boss. Caro hat die wichtigen deutschen Worte schon gelernt. Ja. Caro kennt alle wichtigen deutschen Worte. Depp zum Beispiel. Ganz wichtig. Damit sie mit Leuten wie dir auch vernünftig reden kann, ne, Bembo? Ah, der Respawn ist so inconsistent. Wie alle drin im Spiel, ne? Oh, komm her. Oh, berühr den Spasti bloß nicht. Na gut. Jetzt bitte machen Wirbel und bitte alle tot. Der Junge lebt da noch, oder? Yes, oh, das war sehr gut. Ja, komm. Noch heiß. Was geht, El Riado? Und was geht, Sebu? Kannst du was? Sagt mir nichts. Dachte, da ist Fabian. Sorry, muss mich hier konzentrieren, deswegen. Heizzeit für so ein Scheiß. Hat gespaßt, Muschikuch, meine Fresse, schade, ja, scheiße, ne? Ja. Nee. You learn a lot of useful stuff from me in German. Aber wo nicht useful stuff? Was geht, Patros? Oh, da guckt nach rechts der King. Hallo, König, guck mich an. Disrespect, der King, hä? Sehr gut, die Pace sieht ja beeindruckend aus, ja, geht. Okay, er castet. Das ist actually not bad, wenn er castet. Das ist bad allerdings. Weil der removed mein Charge, der Wichser. Oh. Okay. Eine Truhe, okay. Die Truhe, die gönnen wir uns. Kappa.
der Spasti, ey. Wie gesagt, Pass ist overall gut, wenn er das macht. Dann habe ich genug Zeit, meinen Charge zu laden, bevor er irgendwas macht. Aber wenn er sich dazu entscheidet, dann rumzunerven, dann sind wir so gut. Yep, Runs. Kein schlechter Run, aber jetzt Melon Boy. Bitte nicht so eskalieren wie gestern. Sei brav, Melon Boy, okay? Gestern war scheiße. Gestern war das ein Spasti, der Boss. Heute wird der Boss kein Spasti sein. Heute 4 Hits tot. Jo, Agent Doppelherz, Patrus, was läuft bei euch beiden? Ihr Knilche. Behold. Gott sei Dank. Gut. Gut. Tot. Nice. Gut. Gott sei Dank, du Penner. Wenn ich an gestern denke, die Gigaschlägerei mit dem. Das kann halt auch mal so laufen, ne? Aber mucho nice. Ich hab endlich Feierabend. Oh, warst wieder Volleyball spielen? Sind deine Ärmchen wieder müde? Tut mir leid, Patros, aber das kriegst du jetzt dauernd zu hören. Das war einfach zu gut. Oh, but cut, nicht Hexas. Hoppala. Ich war schon Hexas. Ist okay. Ist okay. Das ist noch immer noch Schrott vom Volleyballspiel. For real. Haben wir schon das Item gefunden? Hier gibt's kein Item. Gott sei Dank. Da vertust du dich. Das Item war in Sieg auf Mana 2. Gain Dryad Power. Okay, super. Wir haben die Dryad Power. Die wir nur bei Mana Beast brauchen. Diese Kategorie, ey, Leute. Glitchless wird zwar das Early Game echt beschissen werden, aber ich freue mich auf Glitchless, ja. Glitchless wird Hype. Da freue ich mich sehr. Wirklich. Und ich bin, by the way, nicht aus Versehen an den Treppen vorbeigelaufen, sondern ich muss mir nochmal genau angucken. Ich habe in Glitchless, ah ja, okay, das war gut, eine Manip hier, wo diese Gegner hier despawnen. In Glitchless sind diese Gegner hier alle Monster gefährlich. In dieser Kategorie nicht so, weil du Armor hast. Ich meine, immer noch nervig, die können dich stunnen und so. Aber in Glitchless töten die sofort. Deswegen war es für Glitchless hier essentiell, dort bei den Treppen eine gewisse Manip zu finden. E-Spawn-Manipulation. Oder auch hier. Ne, man sieht die Charaktere, die dodgen hier einfach. Junge. Ah, okay. Keine Basilisken-Gangbang heute. Vielleicht eine kleine. Naja, der Dungeon war schon mal besser, aber das ist okay. So, Clubberwocky, wir wollen deine Aufmerksamkeit hier. Nein, nicht Clubberwocky, Hydra, sorry, wir wollen deine Aufmerksamkeit hier oben rechts, ja.
Okay. Nein, der Doppelkopf. Das war der Doppelkopf. Anios. El Doppelkopfo. Der mit den Pokebällen als Hals. Ich glaube, ich habe Lehnscheinentzündung, aber egal, Arbeit geht trotzdem. Ja, dann weniger Volleyball spielen, ne? Wenn das für dich so anstrengend ist, Volleyball, ne? Für die Arme, dann empfehle ich dir das nie wieder zu tun. Wenn es dich halber umbringt, ne? Patros, wir wollen ja nicht, dass du stirbst. Ich lebe ja von deiner Unterstützung und anderem, anders geht's ja nicht. Deswegen pass auf dich auf, mein Sohn. Ich habe auch meine netten Momente, weißt du? Oh, das ist scheiße. Bitte komm hier noch. Oh, Gott sei Dank. Nice glitchy screen jetzt wegen dem Cast. Ist das jetzt. Das wäre jetzt ein Glitch, ne? Wäre Run tot, ne? Der verglitcht ist. Papa. Immer wiggeln, in der Hoffnung, dass man die Gegner nicht spawnen, ne? Wie diesen Krabbler hier oben. Ich glaube, ich krieg den Darkstalker gedespawnt. Good enough. Ich wollte gerade sagen, wenn das als Berührung gezählt hätte. Weil die fangen erst an zu casten, wenn man sie berührt hat. Vorher machen die nichts. Die stehen nicht auf Körperkontakt. Die wollen nicht kuscheln. Oh, das war echt gut, der Dungeon, würde ich sagen. Vom Bauchgefühl würde ich sagen, das war sick. Ich glaube, wenn wir jetzt hier nicht missen, dann wird es wieder Gold. So, so. Ja, das Mädchen hittet. Bitte, hit. Danke. Na, fast Gold. Noch nie einen Run gesehen, wo die Stimmung so gut ist. Meinst du? You anti-cancer. Bist du wohl nicht häufig hier?
Du Eis Gigas. Der war die letzten Male echt gut. Deswegen steigt die Chance, dass er jetzt nicht mehr so gut ist. Weil er so gut wird. Aber wir gehen davon aus, dass er wieder geil wird, ne? Ja, hallo? Weg da, du kleiner Penner. Wie war der zweite Controller aktiviert? What the heck? Magie? Hier ein falscher Charge. Ah, really? Komm her. Komm ein bisschen. Ah, danke. Bitte, einen falschen Charge. Ja. Aber okay. Fußseigel ist noch in Ordnung. Bitte, sehr geehrter Weihnachtsmann. Du bist doch ein netter Mann, der Weihnachtsmann, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, der Weihnachtsmann ist nett. Sehen wir mal. Gucken wir mal. Ob er wirklich so nett ist, wie alle behaupten. Nope. Nicht so nett, Weihnachtsmann. Ich habe mehr von dir erwartet. Pech haben, haut er nochmal ab jetzt. Wir müssen warten. Ja, bis dahin. Und bitte jetzt. Oh. Jetzt bitte ein Hit. Okay, das ist gut genug. Das ist fein. Kleiner Timeless dann? Das ist okay. Völlig in Ordnung. Mui, mui, okay. Ja, zweimal abgehauen, aber das ist gut. Das kann viel schlimmer sein, wirklich. Das kann viel, viel schlimmer sein, wenn er will. Von daher bin ich happy. Kinder haben halt nicht mehr an ihn geglaubt, deswegen war der sauer, war Frostgigas. So, jetzt geht die Klitschreise los, hm? Ich würde hier Barrels nachkaufen, aber kann man nicht. Der verkauft keine Barrels. Okay. Gut, relaxen. Dann geht's schon eklig weiter, ne? Mal da. Jetzt kommt ein blöder Glitch. Aber eigentlich nicht so schwierig. Aber ist das?
Ich hoffe einfach, dass dieser Run das wird. Wir müssen halt jetzt die Dämonenfestung überleben noch, was eigentlich nicht so schwer sein sollte, eigentlich. Aber der Nebelvulkan, den zu überleben, wird übel. Ohne viel Time Loss. Extra lange gewartet, wenn das nicht reicht, reicht gar nichts. Bitte nicht den Dead Frame erwischt haben. Gott sei Dank, kein Dead Frame erwischt. Bist du? Nein. Der scheiß Wolf. Geh mir nicht auf den Senkel. Okay. What? No. Okay. Wohin noch? Jetzt hoffen wir einfach, dass wir bei den scheiß Drachen dann keine 10 Minuten wieder verlieren, ne? Weil der Nebelvulkan kann halt alles drehen wieder. Das ist scheiße. Das gefällt mir nicht. Dass der Nebelvulkan so eine Macht hat, ne? Aber leider Gottes hat der Nebelvulkan so eine Macht. Über diesen Run hier. Wenn das auch nicht reicht, dann das muss auch reichen eigentlich. Gott sei Dank, da ist immer ein bisschen Angst mit dabei. Gold City, hä? Du kannst gern weitergehen, hä? Kann es gern weitergehen. Ob ich Player 1 bin? Das ist random, glaube ich. Nicht, ich bereite mich schon mal darauf vor, dass ich
Controller-Swap machen muss. Okay, Player 1. Aber manchmal ist man hier Player 2. Sollte den hier deaktivieren. In der Main-Kategorie, da kannst du es nicht deaktivieren. Da brauchst oder wäre es besser, wenn du es nicht deaktivierst. Aber hier könnte ich es eigentlich machen. Und actually, hier kann ich Barrels kaufen. Kaufe ich zwei. Nice. Okay, Dragon Worm. Der Junge ist so verwirrt. Oh, jetzt nicht mehr. Boah, trotzdem noch der Junge? Endlich mal ein Hit. Come on. Okay. Gut genug. Gut genug. Hallo, Time soll fetter. Okay, gut. Super. Bitte sehr geehrter Ice Dragon. Nicht so ein Scheiß wie gestern, okay? Ja gut. Weiter so, Mann. Ja, so kommt nochmal. Im Prinzip ist jeder Boss hier in dem Nebelvulkan ein Angstgegner. Weil jeder kann hat ein Potenzial, super viel Zeit zu kosten. Leider Gottes. Aber schauen wir mal. Gucken wir mal, ne?
Oh. Penner. Nice. Ich hoffe, dass er runterkommt wieder her. Okay. Und was? Gut genug. Jut, Senf mit Milch. Noch drei gefährliche Bosse hier. Genau, das ist gefährlich, weil jetzt... weil die Position ein bisschen verändert ist von den Charakteren, kann sein, dass der... eskaliert aber. Genau, das. Shit, komm wieder zurück. Ich muss eh gerade meinen Charge mehr machen, aber komm schon. Wo bist du? Komm. Okay, das war wichtig. Komm, hit. Yes. Nein. Du Spast, Junge! Boah! Fucking Fire Dragon, ey. Und der Schlimmste kommt jetzt noch. Der Dundergigas ist der Allerschlimmste von allen. Der war super gut im PvE und der hat das größte Potenzial, Zeit wegzunehmen. Abgesehen von, wenn der Drache halt raus offscreen ist. Kann ich meinen Controller nicht deaktivieren? Okay. Aber noch gut. The screen sucking ass. Thank you.
hier die Party los. Ich hoffe, das ist nicht zu spät für den Honig. Okay, gut. Aber war eine scheiß Position vom Jungen. Das sieht nicht so toll aus aktuell. Wir haben jetzt einen Hit für eine. For real, Junge. For real. Yes, das war schon gut. War besser. Okay. Good enough. Es geht voll, ne? Wir lassen durch, danke. No. Uiuiui, close. Hit, baby. Okay. Läuft Pole? Daheim oder Frühschicht? Ich habe heute mal sehr früh angefangen, weil ich wusste, du hast Frühschicht, damit du was verpasst, weißt du? Nur deswegen. Nur deswegen. Sehr. Oh, Nachtschicht, never mind. Ups. Okay, nice. Yo, Merrick. Das war schnell. Habe ich nicht lange genug gewartet, aber der spawnt doch bestimmt rechts noch jemand nochmal, hä? Huh?
Da ist das Happy Face wieder, ha? So, Buffy. Der gute Freund Buffy. Bitte. Nein. Komm runter. Komm schon. Geht bitte. Geht hier bitte. Das ist wichtig. Nein, ist es. Buffy. Wo bist du, Buffy? What the hell? Ja, Miss. Ah, da kann ich mal hin, oder? Wieder ein Mist. Der Motherfucker. Oh Mann, so ein Drecksack. Ich habe hier so fetten Timesave. Ich verliere so viel noch, ey. Für Tide, ey. Mit einer PB. Jo, Marin. Für Tide. Aber gucken wir mal. Ich will bis nächste Woche will ich die PB haben. In der Kategorie. Aber wäre schön, wenn es jetzt schon wäre. Hitler geboss, jawohl. Hitler geboss. Okay, 3 Misses. Okay, gut. Jetzt haben wir halt einen starken Pandalus-Split. Oh. Oh. Thank you.
Okay, komm. Das ist okay, I guess. Habe ich nur so nie gesehen. For real. Oh nein, die scheiß Krabbe, Mr. Krabs. Warum bist du da? Du bist einer der nervigsten, der spawnen kann hier. This is fine. Du magst Moneten? Mal nochmal durchgegangen? Nee. Hoffen wir mal, dass ich heute nicht so blöd verkacke, ne? Aber, wie gesagt, der Run kann jetzt noch nicht sterben, wenn das Dark Lich möchte. Ist vorbei. Dark Lich hat endloses Trollpotenzial. Das ist auch die Scheiße am Secret of Mana Run. Das Mana Beast nicht so. Aber Tantalus hat endloses Trollpotenzial. Er kann Minuten wegnehmen, wenn er will. Von daher. Mana Beast, das ist sein eigenes Scheiß. Warum die Originalmusik ändern, wenn die super ist? nicht fail, ne? Eisklinge, sofort casten, Eisklinge. Nicht vergessen, diesmal. Nicht vergessen, diesmal die verfickte scheiß Eisklinge. So wie gestern, ne? Hoffen wir mal, dass es das wird, Ravenblood.
Go, 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 los! Starten. Okay, nice. We good. So geile Musik. Mhm. Wollen wir nichts machen, aber ich glaube beim zweiten Mal, da machen wir. Mhm. Por favor. Okay, danke. Glitchless, here we go. Vielleicht machen wir noch eine PB, vielleicht nochmal, aber... Glitchless, here we go. Oh man, scheiß Kategorie hier. Ich mag die nicht. Danke, hä? Das war gut, dass ich einen Early Grind heute gemacht habe. Ein Run, ne?